Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Zweitliga-Punktspiel 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum. Das Spiel endet vor 20.036 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei 1:0 für den 1. FC Union Berlin. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus Bochum, Gert-Jan Verbeek, und vom 1. FC Union Berlin, André Hofschneider. Gert-Jan Verbeek, ein umkämpftes, ich glaube spannendes auf jeden Fall Zweitligaspiel. Und ab der 60. Minute hat man gemerkt, beide Mannschaften wollten das Spiel für sich entscheiden. Am Ende hat ein Tor gereicht. Wie haben Sie es gesehen? Ja, ich glaube schon, dass wir gut umgegangen sind mit den Umständen. Wir haben gut verteidigt. Das müssen wir auch oft. Wir haben richtig sicher in der ersten Halbzeit gute Kontrolle gehabt. Ich fand nur das Zusammenspiel von uns heute nicht so gut. Dann waren die Möglichkeiten, die wir hätten, im Umschalten waren dann auch schnell vorbei. Zweite Halbzeit haben wir das, glaube ich, etwas besser gemacht, weil auch da Räume etwas größer werden. Er hat auch gerade gesagt, beide Mannschaften wollten gerne gewinnen. So haben sie auch gespielt. Ja, da haben wir Möglichkeiten gehabt, einige Chancen der Gegner. Optisch war der Gegner auch, fand ich besser, haben mehr Eckstoßen und Freistoßen bekommen. Ja, und aus einer so einer Eckstoß ist ein Tor gefallen und das war schade. Ich hatte mir gedacht, okay, das sieht aus wie ein Unentschieden. Aber leider für uns ja, sind auch Standards, und das wissen wir, sind gefährlich und kann man auch ein Tor treffen und das Spiel entschieden. Und das hat Union Berlin sehr gut gemacht. Und ich gratuliere Union Berlin. Und nach zwei Spielen zu gehen, sind noch 6 Punkte zu holen. Das müssen wir schaffen. Dankeschön, Gert-Jan Verbeek. André Hofschneider, mal wieder ist es ein Standardtor, was gelungen ist und was zum Sieg reicht, wenn man dann hinten zu Null spielt. Das haben wir vor dem Spiel letzte Woche ein paar Mal richtig gut gemacht. Heute wieder. Das heißt, es hat keine tiefen Spuren hinterlassen. Ja, bevor ich zum Spiel komme, möchte ich an der Stelle auch nochmal beste Genesungswünsche Patrick Fabian, also wer diese Geschichte ja mitverfolgt hat, 3 Kreuzbandrisse, jetzt der 4. Auf dem Weg auch nochmal beste Genesungswünsche und alles Gute. Wer es 3-mal geschafft hat, schafft es auch ein 4. Mal. Zum Spiel hat der Kollege ja schon gesagt, ich glaube, erste Halbzeit war es, wie eigentlich dann auch über den kompletten 90 Minuten, ein Abnutzungskampf. Beide Mannschaften haben versucht, hoch zuzustellen. Beide Mannschaften haben versucht, dagegen rauszuspielen. Wir hatten erste Halbzeit ja nicht so den richtigen Schlüssel dafür gefunden. Hatten auch schon viele Standards, was ja schon eine unserer Stärken ist, die dann aber nicht so zwingend waren. Ich denke, in der zweiten Halbzeit ist dann, wir haben das Risiko ja vielleicht ein bisschen erhöht, haben in Kauf genommen, dass auch der eine oder andere Konter, meine Bochum ist ja gar keine schlechte Mannschaft, also die spielen auch guten Fußball. Und man muss natürlich damit leben, dass man dann vielleicht auch mal kalt erwischt wird. Aber die Mannschaft hat sich dann peu à peu mehr Spielvorteile, mehr Ballbesitz erarbeitet. Die Folge waren dann die ein oder andere Standardsituation und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind, glaube ich, Nummer 2 in der Liga, was Standardsverwertung angeht. Und wenn wir eine hohe Zahl haben an Standards, dann ist unsere Qualität schon gut genug, um da auch ein Spiel zu entscheiden. Ich denke, am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit und ja, der Vielzahl von Möglichkeiten aus diesen runden Bällen nicht ganz unverdienter Sieg.